Was? Okay. Aber vielleicht entwickelt sich den Granowitz. Käfer Psycho. Toll. Mal sehen. Reflektor schützt vor physischen Attacken. Das ist schlecht. Oh ja, das ist sehr schlecht. Pokémon. Und jetzt Finsteraura. Nochmal Finsteraura. So, Kira, da ist besiegt. Sehr schön. Yes! Damit haben wir Granowitz im Team. Granowitz, das Krähen-Pokémon vom Typ Flug Stahl. Größe 2,2 Meter, Gewicht 75 Kilogramm. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Galar streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes, stählernes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Er ist praktisch wie ein schwarzer Ritter. Und er versucht Stahlflügel zu erlernen. Und das darf er auch. Und das braucht er auch, weil Stahlflügel wird ganz, ganz wichtig im nächsten. Statt Piekser. Im nächsten Orden. Vom Orden von Passweg. Genau. Evolit verhindert das Entwickeln. Genau, so. Und verstärkt Verteidigung und Spezialkokage, glaube ich. Weiß nicht, was er alles genau macht, aber nett, dass sie ihn uns schenkt. Verteidigung und Spezialverteidigung. Schnacher, Kehrtwende, Bürde. So. Auf geht's, weiter geht die Reise. Da hinten liegt noch was, das weiß ich. Um das Lampi. Ich weiß immer noch nicht, wie das Lampi. Lampi ist ein Wasser-Elektro-Pokémon und hier schwebt es eigentlich irgendwo rum. Das ist was, was ich noch nicht ganz verstehe, aber gut. So. Die Arena von Passback. Oh, ein Paragoni. Arena Nummer 5. Ah, Mary. Oh, Matze. Sag bloß, das schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Gehört, sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwas sagen, dass du Matze magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Danke dir, Mary. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner. Klar? Geht klar. Hallo, ich brauche Vogelbälle. Danke. So.
wusste doch, die ist jedes in jeder Arena. So. Fee veranlasst mich dazu, hier ein bisschen umzubauen. Also der Typ, der uns jetzt hier erwartet. Auf geht's, ab geht's, neuer Orden. Nummer 5. Oh, hier sieht's ein bisschen komisch aus. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meinen Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Alles klar. Verstehe ich, dass du aufhören willst. Bei gefühlten 200 Jahren kann das schon mal passieren. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Ich bin leider kein Feen. Unlicht ja, Drache ja, Feuer ja, Pflanze könnte ich machen. Und Eis und Kampf, das war es dann aber auch. Also das sind so die Dinger, die ich machen könnte. Parfi, Stahlflügel, verpass ihm eine Kramor. Savajone. Weiterkämpfen ist die Weiterentwicklung von Flauschling. Frage. Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Nein, 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 nein! Oh. Und mal Stahl. Stahl ist nämlich auch effektiv. Da hatte ich Glück gehabt. Stahlflügel. Verpass ihm eine. Noch eine. Komm. Was? Oh, was? 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 Das ist schneller? Kramholz. Auf geht's. Zack. Danke. Lauchzalot Level 36, Gortrom Level 39, Griffex 37. Gortrom hat das Level davor schon gehabt. Und wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Noch bist du schlau. Oh. Nicht übel, ich kann natürlich nicht für Papella reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Ich bin eine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Juliana, ich grüße dich. Stahlflügel. Parfines. Wir kämpfen weiter. Genau andersrum als vorhin war. Frage. Wie heißt der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanne war's. Stahlflügel. So, Parfines überlebt. Bitterkuss.
Glück. Schaffst du, Kramor, komm schon. Mein Gott. Ich will irgendwie gerade ein gemaltes Bild haben mit einem Lauchzelot auf Kramor fliegend. Das sieht, glaube ich, mega nice aus. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halt den Blick nach vorne gerichtet. Okay. Ich mache keine Fehler. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papellas Nachfolger zu werden. Ursel. Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Omelette. Puh. Das war knapp. Ich hätte nämlich fast Curry gesagt, weil Curry ist ja hier das Hauptgericht in diesem Spiel. Jawohl. Gardevoir, Alter. Jetzt hol aber richtig einen raus, du. Sie holt richtig einen raus, nochmal zum Ende. Gardevoir. Ist aber direkt One-Hit. Sehr schön, Volltreffer von Kramor. Monte Carlo Level 37, Kramor 39. Tarnsteine. Ja, die brauchen wir nicht. Komm. Was? Wir sind Haushalte angreift. Ich spiele die Rolle eines starken Trainers, denn im Leben gewinnt der seine Rolle gut spielt. Außer es ist Drachen- oder Schwerttanz. So. Heilen wir mal kurz. Kramor. Bevor wir zu diesem letzten großen Kampf marschieren. Um auf Speichern müssen, wir haben ewig nicht mehr gespeichert hier. Sie wartet schon. Für eine Vorstellung mag es schon spät sein, etwas spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arenaleiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von ihr bekommen. Aber die größte Prüfung ist diese Arena. In dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Arenaleiterin Papella fordert dich heraus. Sie beginnt mit Smogmog. Galar Smogmog. Kramor Stahlflügel.
Und gleich die Frage. Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Zauberin. Aber wichtig. Stahlflügel. Jawohl. Flunkiefer. Interessant, Flunkiefer ist nämlich vom Typ Stahl. Wie immer Stahlflügel. Ich glaube, es wirkt zwar nicht viel, aber wir können es mal trotzdem mal probieren. Weil Fee bleibt Fee. Ja, es ist okay. Eisenabwehr. Bleib dabei, Kramer, schaffst du. Doch nicht, Kirscher. Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Lila. In der Tat, ein dunkles Lila, ist doch wunderschön, oder? Pokémon, das darf man nicht unterschätzen. So. Pelzebub erreicht Level 39. Togekiss. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? Ach du Scheiße. 88? Fuck this. Und sag mal, hier hast du daneben die Kräfte. Ja, toll. Sie richtig beantworten. So, Stahlflügel, Togekiss ist besiegt. Wieder mal müssen wir ein Pokémon opfern. Lauchzelot. Kusan. Ach komm. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Kusan. Dynamax. Dynastahlzacken. Auf geht's, Kramer. Aufs Schlimmste gefasst, Zeit sich ein bisschen zu amüsieren. Problem ist, Kramo hat nicht viel Leben, habe ich gerade gesehen. Fette Torte! Und volles Leben. Das ist nicht gut. Kinderstahl zeigt den Kramo gerade zuerst an. Oh Mann! Oh Mann, okay. Okay.
Euch fehlt es an Pink. Hier, ein Geschenk von uns. Giga Lichtblick. Ja. Der Giga Lichtblick macht zum Glück nicht so viel aus. Aber hey, Pokusan und Dünner Stahlzacken. Dünner Stahlzacken. Einmal können wir noch einsetzen. Boah. Schrumpft wieder. Pokusan schrumpft wieder. Wow. Ein Gigadynamax über die volle Rundenlänge. Stahlflügel von Kramo. Der könnte jetzt natürlich noch immer noch nicht tödlich werden. Säurepanzer. Verteidigung steigt stark. Kramo mit Stahlflügel. Beide Pokémon im hochroten Bereich. Bitterkuss. Verwirrt Kramo. Oh, ist das spannend. Ist das spannend. Letzter Stahlflügel. Er muss angreifen, sonst verletzt er sich selbst und besiegt sich aber nicht selbst dabei. Diebeskuss. Reicht es? 8 KP? Was für ein Kampf. Bohrschnabel. Es reicht immer noch nicht. Diebeskuss, vorhin hatten wir 15. Kramo ist besiegt. Kramo, sie schafft es tatsächlich, noch ein Pokémon von uns in die Knie zu zwingen. Und es ist Kramo. Oh, Wahnsinn. Muss man ihr lassen. Sie hat ein Pokémon von uns in einem Kampf besiegt. Wir haben es nicht geopfert, sie hat es selbst besiegt. Lauchzelot Stahlflügel. Oh mein Gott. Wir kämpfen immer noch, Freunde. Wir kämpfen immer noch. Stahlflügel Lauchzelot jetzt und jetzt ist Pokusan besiegt. Heieieiei, was für ein Kampf. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Das war nicht übel, aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen, meine Vorstellungen sind einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Und somit haben wir Orden Nummer 5. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Und hier hast du noch ein TM. Setze sie weise ein. Diebeskuss! Feenuniform erhalten. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, in der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Ich habe die Stimme vergessen, es tut mir leid. Ich schäme mich so.